Hallo, mein Name ist Peter Mathis und in diesem Video zeige ich dir die 5 grössten Fehler, die man beim Verkauf einer Immobilie vermeiden sollte. Ich gehe hier nochmal auf die wichtigsten Punkte ein. Du findest auf meiner Homepage ein Dokument, das detailliert auf die einzelnen Punkte eingeht. Fehler Nummer 1. Ich habe kein Konzept und ich fange einfach mal an. Viele Eigentümer stürzen sich ins Abenteuer Immobilienverkauf, ohne genau zu wissen, was sie erwartet. Dabei gibt es ganz viele Fragen, die man im Vorfeld abklären sollte. Die wichtigsten davon sind, welche Unterlagen brauche ich? Es reicht nicht, wenn ich nur ein paar Pläne und ein paar Fotos habe. Wie stelle ich eine Verkaufsdokumentation? Wie lege ich den Verkaufspreis von meiner Immobilie fest? Wie bereite ich mein Haus für den Verkauf vor? Wie stelle ich meine Erreichbarkeit sicher? Bin ich telefonisch immer erreichbar? Will ich das überhaupt? Und auch, was passiert mit der bestehenden Hypothek? Das sind nur ein paar der wichtigsten Punkte, die man vorher klären sollte. Fehler Nummer 2. Ich kenne den Wert von meiner Immobilie nicht. Viele Eigentümer wissen, wie viel sie einmal bezahlt für ihre Immobilie. Und sie wissen auch, wie viel sie noch reingesteckt haben. Und nicht selten ist das die Basis für die Preisvorstellung von diesen Leuten. Der Verkaufspreis wird aber bestimmt durch das Angebot und Nachfrage im Moment des Verkaufsprozesses. Und der kann hier sowohl drunter wie auch drüber liegen. Schaut das entsprechende Video oder Dokument zu diesem Thema auf meiner Homepage an. Fehler Nummer 3. Ich habe keine Verkaufsdokumentation. Wenn wir ein neues Auto kaufen wollen, egal zu welchem Preis, bekommen wir zur Information und Entscheidungsfindung einen recht umfangreichen, mit farbigen Beilagen gefüllten Prospekt. Sogar wenn wir ein Velo kaufen, gibt es meistens eine farbige Beilage. Und bei einem Haus, das ein Vielfaches kostet, bieten wir ein paar zusammengeheftete Kopien an. Das kann ja nicht sein. Hier braucht es eben auch eine aussagekräftige, sorgfältig erstellte Verkaufsdokumentation, wo man ernsthafte Interessenten zur Verfügung stellen kann. Hier drin gehört zum Beispiel ein Objektbeschrieb, vermasste Pläne von der Liegenschaft, ein Grundbuchauszug, aussagekräftige Fotos von der Liegenschaft, bei Stockwerkeigentum braucht es noch zusätzliche Dokumente. Dabei geht es darum, die Vorteile der Liegenschaft möglichst gut darzustellen, ohne die Nachteile zu verschwiegen. Schau zu diesem Thema auch ein Video oder das entsprechende Dokument auf meiner Homepage an. Fehler Nummer 4. Ich habe kein Marketingkonzept. Viele Privatverkäufer setzen Immobilien einfach mal in die Zeitung oder ins Internet und schauen dann, was passiert. Dabei wird häufig aus Spargründen nur ein Vermarktungsweg oder nur eine Vermarktungsplattform gewählt. Auch der Preis wird willkürlich festgelegt. Dabei soll beim Erstellen von einem Immobilieninserat auf einen professionellen Auftritt mit umfangreichen Angaben, aussagekräftigen Fotos und einem möglichst marktgerechten Preis geachtet werden. Gerade die Wichtigkeit des Preises wird vielfach unterschätzt. Viele der potenziellen Käufer geben nämlich in den gängigen Portalen sogenannte Suchaufträge auf. So legen sie zum Beispiel Kostenlimiten auf 500'000 Franken fest. Wenn jetzt auf diesem Portal ein neues Inserat erscheint mit einem Wert von 490'000 Franken, dann bekommen die Interessenten eine entsprechende Mitteilung. Es scheint aber das Inserat mit einem Preis von 510'000 Franken, bekommen sie keine Mitteilung, ob schon sich vielleicht würde um ihre Traumimmobilie handeln, wo sie auch bereit wären, ein bisschen etwas mehr dafür zu zahlen. Nebst dem Inserat gibt es noch ganz häufig andere Wege,
zu verbreiten, dass die Immobilie zum Verkauf steht. So zum Beispiel Nachbarschaftskarten, Mund-zu-Mund-Propaganda, das Aufstellen von Verkaufsschild und so weiter. Je nach Zielgruppe mehr oder weniger wichtig. Fehler Nummer 5. Ich unterschätze den zeitlichen und auch persönlichen Aufwand. Bei den Punkten 1 bis 4 handelt es sich um Aufwand in der Vorbereitung zum Verkauf einer Liegenschaft. Hier lässt sich der zeitliche und persönliche Aufwand einteilen und kontrollieren. Was passiert aber, sobald die ersten Kaufinteressenten sich melden? Hier nimmt der Aufwand ganz andere Dimensionen an und stellen sich Fragen wie: Wie stelle ich meine Erreichbarkeit sicher? Gebe ich meine Natelnummer einfach so bekannt? Wie bereite ich eine Liegenschaft auf Besichtigung vor? Wie organisiere ich die Besichtigungen? Wie führe ich die Besichtigungen durch? Und wie stelle ich sicher, dass die Besichtigung nicht nur zur Einbruchsvorbereitung dient? Wie führe ich Preisverhandlungen erfolgreich? Wie stelle ich einen Reservationsvertrag? Welcher Notar erstellt den Kaufvertrag? Wie organisiere ich die Übergabe der Immobilie? Wann ist der Zeitpunkt von Übergang von Nutzen und Gefahr? Und so weiter. Es gibt ganz viele Arbeiten, die anfallen und einen grösseren zeitlichen Einsatz verlangen. Und da muss ich mir gut überlegen, bin ich bereit, den Aufwand zu betreiben? Kann ich mir überhaupt Zeit nehmen für den Aufwandsbetrieb? Bei der Erbengemeinschaft stellt sich die Frage, wer macht die Arbeit? Wer gibt seine Natelnummer bekannt? Wer setzt sich für den Verkauf ein? Wie wird der Einsatz entlohnt? Und so weiter. Es lohnt sich also, vor dem Verkauf schon sich einige Gedanken zu machen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Die Peter Matthies.